Herzlich willkommen zum 89. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Herzlich willkommen auch an die Zuschauer im Stream, den es hoffentlich gibt. Ich bin Benjamin Bergemann, bin ehrenamtlich im Vorstand der digitalen Gesellschaft und möchte euch erstmal allen ein schönes, frohes, gesundes, grundrechtskonformes neues Jahr wünschen. Einige von euch waren sicherlich beim Kongress, die digitale Gesellschaft auch. Empfehle ich euch den Vortrag von Elisabeth, die hier vorne sitzt, zum Nachgucken zur Zukunft grenzüberschreitenden Beweismittelaustausches. Genau, so rum war es. Genau, also schaut den einfach mal nach. Ich habe es auch gemacht auf dem Krankenbett. Schöner Vortrag. So, fangen wir mit heute an. Der Hashtag für den heutigen Abend ist NPA089, wenn ihr euch in den sozialen Medien vergnügen wollt zu diesem netzpolitischen Abend. Ansonsten gilt wie immer, wer im Zuge der Vorträge oder nach den Vorträgen eine Frage stellen will, der geht unter das Portal bzw. hinter die Kameras, wenn er dabei nicht gefilmt werden will. Denn, wie ich schon gesagt habe, dieser Abend wird gestreamt, aufgezeichnet. Und die Aufnahmen finden sich später im Netz und auch auf YouTube. Darauf möchten wir hinweisen. So, jetzt freue ich mich, euch das Programm zeigen zu dürfen. Und zwar haben wir heute Martin Lützeberger da, der über die Realität des Verwaltungspakts, ja, die Realität der Umsetzung in Berlin sprechen wird. Und dann schließlich Julian Jauasch, der war auch mal bei der DigiGES, macht inzwischen was anderes und ist heute hier, um über Desinformation in der digitalen Öffentlichkeit zu reden. Ja, was ist das überhaupt und wie kann man damit umgehen? Und damit würde ich dann schon den Martin auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und schönen guten Abend auch von mir. Ich hoffe, dass alle gut in das neue Jahr gestartet sind. Und traditionell ist diese Zeit um die Jahreswende ja so die Zeit der Jahresrückblicke. Und ich möchte heute Abend einen Rückblick werfen auf eine wichtige bildungspolitische Entscheidung, die im vergangenen Jahr getroffen wurde. Und die hat eben diesen sperrigen Namen Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt Schule. Und ich möchte so ein bisschen hinterfragen, also erstmal erklären, was dieser Digitalpakt überhaupt ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch so im Schulkontext unterwegs sind oder Kinder haben. Und es geht bei diesem Digitalpakt im Prinzip darum, dass Schulen eine bessere IT-Ausstattung bekommen über einen Zeitraum von 5 Jahren, und zwar bis Ende 2024. Und wer das so ein bisschen in den Medien verfolgt hat im letzten Jahr, da war ja eine Grundgesetzänderung dafür erforderlich, weil wir haben ja Bildungsföderalismus in Deutschland und der Bund darf jetzt nicht so einfach mal Geld austeilen an das Bildungssystem der einzelnen Länder. Das hatte allerdings die Konsequenz, dass sich dieser Digitalpakt etwas verzögert hat. Also es gab da jede Menge parteipolitisches Geplänkel im Vorfeld und es gab eben auch das Problem, dass man nicht so richtig wusste, woher man das Geld eigentlich nehmen möchte. Im letzten Jahr gab es dann, ich will mal sagen, den Durchbruch, weil der Bund dieses Geld jetzt aus einem Sondervermögen bereitstellt und dieses Sondervermögen, das ist das Geld aus den 5G-Frequenzversteigerungen. Das soll jetzt also den Schulen zugutekommen für eine bessere IT-Infrastruktur. Jetzt haben das natürlich einige Initiativen, Gremien verfolgt und eben gesagt, Moment mal, Sondervermögen, heißt das jetzt, dieses Geld gibt es nur einmal? Die Antwort ist ja, weil ein Digitalpakt 2.0 ist jetzt erstmal nicht in Sicht. Und dann kam auch gleich die GEW und die Bertelsmann Stiftung und hat gesagt, Digitalisierung, das ist ein Prozess, das ist eine Daueraufgabe.
Und die haben dann auch schnell ausgerechnet, also eigentlich brauchen wir da mindestens 3 Milliarden Euro pro Jahr, und zwar dauerhaft, weil Technik veraltet ja auch mal und die muss gewartet werden. Nichtsdestotrotz ist das Ganze ja erstmal eine erfreuliche Nachricht, dass dieser Digitalpakt kommt. Und da ich hier in Berlin in vielen Gremien, Initiativen unterwegs bin und mich für eine eher zeitgemäße Bildung einsetze, hatten wir eigentlich andere Fragen. Es war erstmal gar nicht so wichtig, wie viel Geld kommt da überhaupt, sondern was wird damit gemacht? Also welche Hardware gibt es vielleicht? Gibt es jetzt Fortbildung flächendeckend für Lehrkräfte, dass die eben auch so ein bisschen fit gemacht werden in der digitalen Welt? Gibt es Beratungsangebote für Schulen? Werden zum Beispiel die Hochschulen mit eingebunden in diesen Prozess? Was passiert mit der Lehrkräfteausbildung? All das waren so Fragen, die uns bewegt haben. Die Presse hat das dann teilweise auch aufgenommen und aufgegriffen. Und es hat sich dann auch relativ schnell rauskristallisiert, dass dieser ganze Prozess irgendwie nicht so richtig durchstartet. Also ich habe mir mal so ein paar Schlagzeilen zusammengetragen und da hieß es dann relativ schnell, Berlin hat bei der Digitalisierung der Schulen keinen Überblick. Es gäbe bei Lehrern auch relativ große Vorbehalte und auch bei Eltern gegenüber digitaler Bildung. Dann hieß es auch noch, Lehrkräfte wollen digital lehren, können es aber nicht, weil eben keine Ausstattung da ist. Und ganz zuletzt, das war jetzt Ende des Jahres, kam also raus, dass sich jetzt offensichtlich Lehrkräfte und Aktivisten zusammengetan hätten, um Fortbildungen zu tun, weil also vom Staat nicht allzu viel angeboten wird diesbezüglich. Bei aller Kritik möchte ich natürlich nochmal betonen, dass dieser Digitalpakt richtig und notwendig ist und erforderlich, weil wenn man sich einfach mal anguckt, wie sich die digitale Welt entwickelt hat, diese beiden Bilder oben, das hat mal der Spiegel veröffentlicht und gegenübergestellt, wie schnell sich Smartphones in der Gesellschaft verbreitet haben. In recht kurzer Zeit, das Bild zeigt halt den Petersplatz in Rom zum Zeitpunkt von zwei verschiedenen Ereignissen. Schule hat bei diesem Prozess überhaupt nicht Schritt gehalten. Also wir diskutieren da eher dann über Smartphone-Verbote zum Beispiel, als dass wir etwas ändern, nämlich daran, wie wir unterrichten oder Schule organisieren. Und wenn man sich das mal anschaut, wie so ein Klassenraum heute aussieht, also im Jahr 2015, und sich vorstellt, also ein Lehrer von heute müsste jetzt hier in so einem Unterrichtsraum aus diesem Schulmuseum, das hier abgebildet ist, unterrichten. Also der hätte sicherlich kein Problem, jetzt seinen ganz normalen Deutsch- oder Mathematikunterricht durchzuführen. Obwohl, also eine Sache muss man anmerken, man hat hier zumindest eine 1:1-Ausstattung mit Tablets. Die sind zwar aus Schiefer und der Eingabestift ist aus Kreide und man hat ein analoges Löschinstrument, aber immerhin eine 1:1-Ausstattung. Was ich natürlich nicht damit sagen möchte, dass wir jetzt halt überall an den Schulen Tablets brauchen. Also das heißt jetzt nicht, wir teilen jetzt mit der Gießkanne irgendwelche Hardware aus und nennen das Ganze dann digitales Lernen. So funktioniert das nicht. Dazu bedarf es natürlich gesellschaftspolitischer Debatten und Diskussionen und auch in der Bildungsforschung wird darüber ja diskutiert, wie man eben Schule neu gestaltet und zwar so, dass sich eben Kinder und Jugendliche zurechtfinden in dieser digitalen Welt und damit auch selbstbestimmt und verantwortungsvoll eben auch umgehen können. Und deshalb ist eben dieser Digitalpakt eine wichtige Voraussetzung, dass wir da eben auf den Weg kommen. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch als Signal verstanden wird für viele Schulen und auch so umgesetzt wird, um da viele Leute mitzunehmen. Und wenn man mal in so einen typischen Berliner Klassenraum schaut, also das ist fast bundesweit schon so, dass solche Computerräume so aussehen wie hier abgebildet,
Obwohl, gut, die Ausstattung ist vielleicht heterogen, aber man findet da manchmal noch solche Schätze, also diese Zettel dort. Die Älteren werden es vielleicht noch wissen, was DOS ist. Das ist jetzt nicht auf diesen Rechnern da installiert, also immerhin schon Windows XP, aber das zeigt eben die Notwendigkeit, dass hier was passieren muss. Es gab dann im letzten Jahr auch die wiederholt die International Computer and Information Literacy Study, und die hat Deutschland eben wieder ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Also es ist im Moment so, dass circa ein Viertel der Schulen überhaupt über einen WLAN-Zugang verfügt. Ob da jetzt auch noch schnelles Internet dabei ist, das ist nicht unbedingt gesagt. Also, aber immerhin gibt es WLAN an einem Viertel der Schulen. Als der Digitalpakt auf den Weg gebracht wurde, gab es ziemlich schnell Kritik. Es ginge da ja nur um Ausstattung und Hardware, aber es wird halt oft vergessen, dass dahinter ja eigentlich eine Digitalstrategie steht, und zwar der Kultusministerkonferenz der Länder. Und der Digitalpakt ist einfach nur ein Baustein davon und ist im Prinzip von Frau Wanka ins Leben gerufen worden als Reaktion auf die ICILS-Studie, die es im Jahr 2013 gab. Da haben wir auch schon so schlecht abgeschnitten wie 2018. Also im Prinzip hat sich da eigentlich nichts Positives entwickelt. Und deswegen hat man 2016 eine Art Rahmen festgelegt, also einen Kompetenzrahmen, der das Schulsystem so ein bisschen umbauen soll, von einem sehr wissenszentrierten Schulsystem hin zu kompetenzorientierten Lernen. Und dabei hat man die Vorschläge der OECD bzw. einer NGO aus den USA übernommen und gesagt, wir möchten halt die sogenannten 4K-Kompetenzen fördern, also Kompetenzen wie Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Und das ist halt in diesen Digitalpakt eingeflossen. Ein Teil davon ist halt schon in Kraft. Man kann diese Digitalstrategie auch auf der Seite der Kultusministerkonferenz abrufen und sich anschauen. Und diese 6 Kompetenzfelder, die dann entstanden sind, die werden auch schon umgesetzt im Rahmenlehrplan in Form des sogenannten Basiscurriculums Medienbildung. Weitere Teile sind dann eben der Digitalpakt, also die Verbesserung der Infrastruktur. Und des Weiteren hat man dort verschriftlicht, dass also auch die Länder sich darum kümmern müssen, Aus- und Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte zu schaffen, die an den Hochschulen in Bezug auf digitale Medien. Des Weiteren wird halt Rechtssicherheit gefordert für Datenschutz und Urheberrecht, was Schule betrifft, Stichwort DSGVO, und zum Beispiel bei der Nutzung von Lernplattformen, also wenn man die in eine Cloud auslagert, wie regelt man sowas? Da sind aber die Länder unterschiedlich weit gekommen, und da gibt es eigentlich noch nicht so viel Erfolge zu vermelden, dass man da jetzt große Fortschritte gemacht hat. Das Oberziel wurde so beschrieben, dass halt bis 2021 jeder Schüler im Prinzip so eine digitale Lernplattform zur Verfügung haben sollte und eben auch schnelles Internet. Ehrlich gesagt habe ich große Zweifel, ob man das Ziel überhaupt erreicht, weil sich diese Prozesse hinziehen. Also zumindest kann man das an Berlin sehen, dass hier große Probleme herrschen. Erstens, weil man sehr schlecht vorbereitet war. Berlin war das zweitletzte Bundesland, was halt die Verwaltungsvereinbarung in die länderspezifische Förderrichtlinie gegossen hat. Also Hessen war noch langsamer, die haben das dann erst am 2. Dezember veröffentlicht und Berlin am 8. November, also relativ spät im letzten Jahr. Und was ich jetzt noch auf den folgenden Folien zeigen möchte, dass eigentlich diese Planung recht intransparent ist. Also normalerweise, wenn man Prozesse plant, dann legt man Milestones fest und irgendwie ein Datum, das besagt, wir können jetzt garantieren, dass Schulen bis Ende 2022 vielleicht über ein WLAN-Netzwerk verfügen.
Die gibt es nicht. Es gibt eigentlich nur einen Milestone. Das ist der 31.12.2024. Da muss das Geld weg sein. Ja, das ist schade, weil man einfach kein Signal sendet. Es geht jetzt hier endlich mal los und es lohnt sich einfach auf den Weg zu machen. Dann das zweite Berliner Problem ist natürlich die personelle Ausstattung. Ihr habt bestimmt alle von dem Lehrermangel gehört, der überall herrscht. Und das sieht in der Verwaltung natürlich auch nicht anders aus. Das heißt, viel zu wenige Leute steuern diese Prozesse. Die Folge ist dieses Motto, also das Primat der Pädagogik, was die Kultusministerkonferenz der Länder eben ausgerufen hat im Vorfeld des Digitalpakts. Das wird ein wenig durchbrochen. Und eigentlich fokussieren wir jetzt trotzdem nur noch auf Technik, die irgendwie an die Schulen kommt und verteilt wird. Schauen wir uns nochmal an, wie viel Geld es überhaupt gibt pro Schule. Das ist ein Sockelbetrag von 100.000 Euro. Und dann gibt es on top pro Schüler auch nochmal 300 Euro obendrauf. Die Auszahlung der Gelder erfolgt aber nicht direkt, sondern über das IT-Datenzentrum des Landes Berlin. Dort wurden im Vorfeld des Digitalpakts offensichtlich schon Rahmenverträge verhandelt. Da sind einige Mitstreiter schon auf der Spur und möchten halt gerne mal schauen, was in diesen Rahmenverträgen eigentlich drinsteht. Also das weiß irgendwie keiner im Moment. Und letztendlich gefördert werden auch nur LAN und WLAN. Man darf Schulserver anschaffen. Es gibt Anzeige- und Interaktionsgerät, also die berühmten Whiteboards mit Beamer oder eben auch Displays für den Frontalunterricht und Arbeitsgeräte für den naturwissenschaftlichen Einsatz und die berufsbezogene Bildung. Und wenn dann noch Geld übrig ist, dann darf man auch mal ein Tablet kaufen oder ein Notebook, allerdings nur bis zum Betrag von 25.000 Euro. Das heißt, es wird vielleicht so ein, zwei Klassensätze geben am Ende. Was nicht möglich ist, hat man dann auch gleich genannt. Glasfaser-Internetanschluss gibt es nicht, jedenfalls nicht finanziert aus dem Digitalpakt. Da verweist man eben an das Bundesverkehrsministerium, das halt 2018 ein Programm aufgelegt hat für Schulen und Krankenhäuser. Da haben sich inzwischen 6.000 von 40.000 Schulen dran beteiligt. Nur das Land Berlin hat sich da irgendwie nicht eingeklinkt und da sagt der Senat, das können wir selber und das Geld dafür ist wohl auch schon im Haushalt eingeplant, nur auch hier, es gibt halt keine konkrete Deadline, wann das dann irgendwann mal passiert. Stattdessen sagt man, ihr könnt euren Telekom at School Anschluss einfach upgraden, da bekommt man dann so 200 Megabit pro Sekunde maximal. Das muss dann aber auch für eine Schule gegebenenfalls, für eine Schule mit 1000 Schülern halt reichen. Ja, was auch nicht geht, Geräte für Verwaltungsaufgaben, Dienstgeräte für Lehrkräfte, Softwarelizenzen oder das Geld kann man eben auch nicht für Wartung einsetzen. Da hat das Land Berlin auch nochmal ein separates Programm aufgelegt, das unabhängig vom Digitalpakt funktioniert. Ich habe mich dann mal jetzt über Weihnachten hingesetzt und alle landesweiten Förderrichtlinien gelesen, ob es da Unterschiede gibt. Spannende Lektüre. Es gibt halt ein paar Unterschiede, aber letztendlich wird es halt in allen Bundesländern auf Arbeitsgeräte, Anzeigegeräte und LAN- und WLAN-Vernetzung hinauslaufen. Interessant ist auch, dass also für die Antragstellung müssen die Schulen ein sogenanntes Medienkonzept einreichen beim jeweiligen Schulträger. Und interessant ist, dass eigentlich nur zwei Bundesländer eine Deadline formuliert haben, bis wann das geschehen soll. Das sind Niedersachsen und Sachsen. Und die restlichen Bundesländer machen keine Aussage darüber, auch Berlin nicht.
Ja, diese Folie will ich nur kurz zeigen. Die kommt aus der Schulaufsicht Mitte. Da ist einfach mal gezeigt, wie der Verwaltungsprozess gestaltet ist, um die Gelder zu bewilligen. Man sendet also dieses Medienkonzept ein als Schule. Das wird dann irgendwo geprüft in der Senatsbildungsverwaltung. Und letztendlich muss dann jeder Bezirk ein Digitalisierungskonzept für die einzelnen Schulen entwickeln und das Ganze dann entsprechend umsetzen. Darin inbegriffen war zum Beispiel erstmal die Abfrage der IT-Ausstattung, also was ist überhaupt vorhanden. Und angeblich ist man eben mit diesem Monitoring-Prozess bereits durch, jetzt im Januar. Also dieser Prozess wäre abgeschlossen. Und jetzt kann man eben gespannt sein, wie es weitergeht. Das Medienkonzept möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Normalerweise schreibt man sowas, um einen Schulentwicklungsprozess in Gang zu setzen. Das heißt, dieses Medienkonzept ist ein Papier, das eine Schule erstellt, am besten in einem Format, bei der sich die Schulleitung trifft mit den einzelnen Fachleitern, Lehrern, mit dem IT-Verantwortlichen der Schule, mit dem Budgetverantwortlichen, vielleicht auch mit dem IT-Administrator, wenn es einen gibt. Und dort wird einfach mal verschriftlicht, was man tun muss, also welche Bildungsziele man eigentlich erreichen möchte durch den digitalen Medieneinsatz. Und dieses Papier sollte man eigentlich immer regelmäßig überarbeiten und erneuern, vielleicht nach einem Jahr, um das Ganze eben wie einen Prozess zu gestalten. Die Senatsbildungsverwaltung hat dann auch sehr schnell angekündigt, dass es eine Vorlage geben wird für so ein Konzept, was ja Voraussetzung ist für die Antragstellung. Und dort hat man dann gesagt, wir setzen hier auf ein schlankes Konzept. Und da kann man gespannt sein, was dann eigentlich mit schlank gemeint ist. Und interessanterweise hat man das dann auch auf der Lernplattform des Landes Berlin hochgeladen und zur Verfügung gestellt. Und wir so als Schulberater und als Aktivisten, die sich um zeitgemäße Bildung kümmern, waren eigentlich ganz interessiert, was steht denn da drin? Wir möchten gern Schulen beraten. So haben das zum Beispiel auch der Landeselternausschuss gesehen oder die Medienkompetenzzentren. Die haben dann mal angefragt, hey, dürfen wir mal in diese Vorlage reingucken? Wie sieht die denn aus? Und da hat die Senatsbildungsverwaltung gesagt, nö, kriegt er nicht. So haben wir auch reagiert. Allerdings, man findet manchmal sowas ja auf dem U-Bahn-Sitz, wenn man in Berlin rumfährt. Wir haben uns diese Dokumente irgendwie beschafft und da steht in der Präambel dann auch geschrieben, okay, entsprechend des Leitgedankens des Digitalpakts ist das Ganze als Prozess zu verstehen und eben nicht als Förderantrag. Bitte schaut euer Medienkonzept zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal an und überarbeitet das. Ansonsten ist es eigentlich oder sieht es zumindest so aus wie das, was man auch in der Literatur findet, also insgesamt 7 Kapitel. Man muss eben verschiedene Angaben machen zum Schulprofil, eine pädagogische Strategie darlegen. Das war ja Voraussetzung oder Vorgabe vom Bundesbildungsministerium, keine Förderung oder ohne Konzept oder ohne ein pädagogisches Konzept. Und die restlichen Teile sind eigentlich nur so eine Abfrage nach Fortbildung, also was wollt ihr eigentlich demnächst mal lernen, um das dann an die Schüler weitergeben zu können. Und zuletzt dann eben die Abfrage, was braucht ihr an WLAN, Access Points und ähnlichen Dingen. Das kann man zum Beispiel inzwischen auch in der Fachliteratur nachlesen, wie solche Prozesse funktionieren. Sehr empfehlenswertes Buch, wie man solche Prozesse gestaltet, also ein iterativer Prozess. In der Vorlage befinden sich dann allerdings ein paar Ausfüllhinweise, die ich ganz bemerkenswert finde. Zum Beispiel für das ganze Medienkonzept, da steht da, man soll sich kurz fassen, also bitte nicht mehr als 1 bis 2 Seiten pro Kapitel schreiben, muss ja auch irgendjemand lesen. Zu der pädagogischen Strategie, da wird es dann allerdings etwas sehr merkwürdig, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt,
Kapitel 2 eigentlich der wichtigste Teil. Da wird dann abgefragt, was hat denn Ihre Schule eigentlich schon so mit digitalen Medien gemacht in der Vergangenheit mit den Schülern? Also da soll der Ist-Stand dokumentiert werden. Und irgendwo muss ich ja auch schreiben, wo möchte ich hin, damit ich dieses Medienkonzept prüfen kann, ist das stichhaltig. Da findet man dann aber die Füllanweisung, eine Ausführung im Detail ist nicht notwendig und Sie müssen auch nicht jeden Unterricht mit Medienbezug benennen. Okay, also das will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Planungsmäßig, ja, ich meine, das kann man so handhaben, führt aber eben nicht dazu, dass dieses Medienkonzept eben auch als digitaler Schulentwicklungsprozess verstanden wird. Kommen wir zu der Frage, wer schreibt das eigentlich? Ich hatte ja vorhin gesagt, am besten ist, man macht eben eine Steuerungsgruppe auf und da findet man auch in dem letzten Infobrief von der Senatsbildungsverwaltung, dass federführend der sogenannte ITB, der IT-Betreuer der Schule, dieses Konzept schreiben soll. Möglicherweise als Einzelperson und an den Schulen, an denen ich als Berater unterwegs bin, ist das tatsächlich so, dass dafür so wenig Zeit vorhanden ist, dass tatsächlich die Schulleitung sagt, also Meier, Müller, Schulze, du schreibst das jetzt mal. Und ich bekomme auch Feedback von vielen Schulen, die sagen, naja, also ehrlich gesagt, wir haben das mal so an einem Sonntagabend irgendwie so zusammengebastelt und haben da auch Textbausteine aus dem Internet verwendet und das dann einfach eingesendet. Das ist eben der Zeitmangel, also den Schulen möchte ich da gar nicht einen Vorwurf machen, dass die das nicht können, sondern es ist einfach kein Freiraum da, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sieht, welche Aufgaben dieser ITB, das ist übrigens ein Lehrer, das ist also kein Externer oder jemand vom Bezirk, ist also ein Lehrer, der in der Schule arbeitet und das erstellen soll und der hat unter anderem auch noch andere Aufgaben, nämlich die Pflege der IT-Ausstattung, also bis vor kurzem zumindest. Und der bekommt dafür eine Abgeltung oder eine Anrechnungsstunde, also der muss eine Stunde pro Woche weniger unterrichten für all diese Aufgaben. Das funktioniert natürlich nicht. Und ähnlich sieht es halt aus bei den sogenannten regionalen IT-Beauftragten. Es gibt davon jeweils immer einen im Bezirk. Und der soll zum Beispiel beratend tätig sein und den Schulträger beraten zu Wartungs- und Support-Konzepten. Außerdem ist übrigens auch ein Lehrer, ja. Und er soll auch technische Hilfestellung geben für andere Schulen. Also wenn man Glück hat, ist das ein Informatiklehrer. Aber wie sieht es aus an Grundschulen? Da gibt es das Fach Informatik nicht. Also die haben also große Schwierigkeiten, sowas zu schreiben, auch ein Medienkonzept. Und ja, 12 ITRBs, regionale IT-Beauftragte in ganz Berlin. Schauen wir mal, wie viele Schulen es gibt. 759 laut Statista. Und die verteilen sich dann auf 12 Bezirke. Wir schauen mal ganz nach ganz oben. Also der in Pankow, ja, der hat es nicht so gut. Der muss 90 Schulen betreuen. Und jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, wenn der einen Tag pro Woche dafür, also für diese Aufgabe freigestellt ist, wie schnell der dann fertig ist in einem Jahr, wenn er halt, wie schnell er fertig ist, wenn er zwei Schulen die Woche vielleicht besuchen kann oder beraten kann. Ja, also der braucht 45 Wochen. Also es ist völlig unrealistisch. Ja, ich muss langsam zum Schluss kommen. Also es gibt auch noch andere Prozesse, die schlecht gesteuert sind. Es war ja auch die Rede von Fortbildungsangeboten. Und ich kann hier halt nur einen Tipp geben, dass die Seite des Abgeordnetenhauses eine sehr gute Informationsquelle ist, weil dort immer wieder Anfragen gestellt werden, auch an die Senatsbildungsverwaltung und das dort alles dokumentiert in Form dieser Anfragen. Und da findet man auch zahlreiche Informationen zum Digitalpakt, die oft mehr Informationen enthalten als die Infobriefe an die Schulen.
Und dort hat zum Beispiel die Staatssekretärin Frau Stoffers gesagt, dass ja Fortbildungsangebote fortlaufend aktualisiert, nachfrageorientiert angepasst werden und es würde sie auch zahlreich geben. Und das kann man relativ leicht überprüfen. Es gibt nämlich diese Seite hier, die heißt Fortbildung Regional. Und dort können sich Berliner Lehrkräfte anmelden zu Fortbildungsveranstaltungen zu bestimmten Themen. Und ich habe hier vor ein paar Tagen einfach mal Medienkonzept eingegeben, weil das müssen ja jetzt alle Schulen schreiben. Und es gibt dort nur 4 Angebote aus 2 Bezirken von Berlin. Das ist armselig und zeigt, dass hier einfach keine Unterstützung geleistet wird. Und zusammengefasst kann man einfach sagen, dass Berlin eben diese Umsetzung des Digitalpakts ziemlich vernachlässigt. Also dem wird keine Priorität eingeräumt. In gewisser Weise kann man das verstehen, weil wir haben große Probleme mit dem Schulbau, es gibt einen großen Lehrermangel. Aber das darf natürlich keine Entschuldigung sein, weil wir eigentlich in den Schulen eine Generation von Schülern produzieren, also wenn die jetzt eingeschult werden und erst 2024 dann ein vernünftiges WLAN in ihrer Schule haben, irgendwann, man verliert da im Prinzip ja eine ganze Schülergeneration. Ich möchte jetzt hier an der Stelle erstmal stoppen. Wir können und würde halt gern darüber diskutieren, was jetzt eigentlich passieren müsste, um diesen Prozess besser zu gestalten. Ich lasse diese Folie hier einfach mal eingeblendet. Ich konnte jetzt an dieser Stelle natürlich auch nur über Berlin sprechen, bin natürlich auch dankbar über sachdienliche Hinweise aus anderen Bundesländern, wie es da läuft. Also innerhalb meines Netzwerks bekomme ich da zumindest Aussagen, dass manche Bundesländer das etwas professioneller gestalten als hier. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wer mir schreiben möchte, ich habe hier nochmal meine Kontaktdaten eingeblendet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin gespannt, ob es ein paar Fragen gibt. Ja, vielen Dank, Martin. Du hast es schon gesagt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ich laufe mit dem Mikro rum. Hi. Zunächst einmal zu den kleinen Anfragen. Kleineanfragen.de hat einen deutlich besseren Suchalgorithmus als die Seite vom Abgeordnetenhaus. Die ist unter aller Sau. Ich versuche täglich damit zu arbeiten. Glaubst du, dass es in anderen Bundesländern vielleicht deshalb besser läuft, weil dort die Verantwortungsdiffusion nicht so ist wie hier in Berlin? Du hast das selber auf dieser einen Folie gezeigt, dass die Schulen reichen die Medienkonzepte bei der Senatsverwaltung ein, Schulträgerin ist aber der Bezirk, der dann eigentlich die Anträge stellen muss und das ist ein ewiges Ping-Pong hin und her. Und unterm Strich weiß niemand, was der andere tut. Und ich versuche das irgendwie auch nachzuvollziehen. Es ist gruselig. Und glaubst du, dass da irgendwie eine andere Verwaltungsstruktur, insbesondere im Bereich Schule, irgendwann mal angebracht wäre? Oder gibt es da andere Lösungsansätze, da irgendwie zu einem nachhaltigen Änderungsprozess zu kommen? Ja, sicherlich. Also wir stellen halt immer wieder fest, dass die Verwaltung ja auch versucht, dagegen zu steuern. Im letzten Jahr gab es auch jede Menge Ausschreibungen, um Stellen zu besetzen mit Verantwortlichen, die sich dann also um den Digitalpakt kümmern sollen. Ich weiß zum Beispiel aus Mitte, dass Stellen dafür ausgeschrieben wurden. Aber es hat sich eben niemand dafür beworben. Das ist eben auch noch ein Problem, dass wir halt einen Fachkräftemangel haben, offensichtlich. Es könnte natürlich auch damit zusammenhängen, aber jetzt spekuliere ich einfach mal nur, dass E9 oder E10 für jemanden, der studiert hat, ja vielleicht nicht so der Tarif ist. Und wenn man dann auch noch jemanden sucht, der sich so ein bisschen mit IT auskennt, ja, also es könnte vielleicht auch damit zusammenhängen. Also man müsste da auch viel mehr Geld investieren, um sich die entsprechende Beratung und auch Fachkräfte dann nötigenfalls dann eben einfach mal einzukaufen. Ja, aber das möchte offensichtlich niemand. Alles klar, wir haben hier vorne noch eine Frage.
Ja, wie sieht es aus mit der Schülerinnenmitbeteiligung? Ich selbst habe an der Schule gearbeitet und im Grunde waren die sehr fit und wollten unheimlich gern dran und was machen und auch zum Beispiel haben sie sich mal ein Audiogerät von mir ausgeliehen und Interviews gemacht und das wurde aber unheimlich gestoppt, selbst ein Lesewettbewerb, das Vorlesen durfte ich nicht aufzeichnen und das wird von oben ziemlich, also die wollen das gar nicht oder auch, dass eine Schülerzeitung entsteht, die sowohl halt analog, also printmäßig verteilt, als auch im Netz erscheint. Das wird unheimlich geblockt. Und die Frage ist, ob man nicht quasi dann über die Eltern mehr Druck machen kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich wünschenswert, dass wenn man ein Medienkonzept erstellt, natürlich auch die Schülerschaft damit einbezieht. Nur wie gesagt, es gibt da eben einen großen Zeitmangel, diese Konzepte zu erstellen. Einigen Schulen wurde eine Deadline verordnet, diese Medienkonzepte abzugeben, schon Ende August. Ich glaube, da war die Deadline der 26. August, aber das hatte einen ganz anderen Grund. Man wollte nämlich die Wartungsverträge für die bereits existierenden Schulserver verlängern. Und hat da den Schulen auch sehr wenig Zeit gelassen, dieses Medienkonzept zu erstellen. Im Prinzip gibt es keine Deadline. Ja, man könnte sich jetzt Zeit lassen, aber der Druck ist ja so groß und die Not ist so groß, wenn ich also was Digitales machen möchte, dann müsste ich ja eigentlich jetzt schon einen Antrag stellen. Aber das obliegt eben der Verantwortung der jeweiligen Schulen, wie sie eben das Schreiben dieses Medienkonzepts gestalten. Mir sind persönlich ein paar bekannt, die auch tatsächlich so eine Steuerungsgruppe aufgemacht haben und wo sich sehr viele Lehrkräfte daran beteiligen, auch der IT-Admin der Schule, die Budgetverantwortlichen, auch Eltern. Und das ist aber eher so der Ausnahmefall. Also die Regel ist wirklich, dass das von Einzelpersonen oder so maximal 2 bis 3 Personen erstellt wird und dann auch in relativ kurzer Zeit, weil man eben hier den Fehler gemacht hat, dass wir einen Förderantrag zu gestalten und nicht wirklich explizit gesagt hat, das ist ein Entwicklungsprozess, den ihr eben gehen sollt. Alles klar, wir haben hier noch eine Frage. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Meine Frage richtet sich auf die Schulserver. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja den Wunsch, ich weiß nicht, ob die Anweisung oder den Druck, hier nicht eine Serverinfrastruktur in jeder Schule zu haben, sondern zumindest pro Bundesland eine Infrastruktur für alle Schulen anzubieten. Ich habe mitgekriegt, dass HPI sich da sehr engagiert hat, ja, das Hasso-Plattner-Institut mit ihrer Cloud, aber auch Google, Microsoft und Apple im Rennen war. Was ich mich dann vor allen Dingen natürlich gefragt habe, ist auch Nextcloud im Rennen. Also gibt es freie, HPI ist auch freie Software, aber von einem Unternehmen. Kurz die Frage, zeichnen sich da bereits Trends ab, in welche Richtung das geht, wer der Gewinner sein wird und gibt es eine Chance für freie Softwarelösungen? Danke. Tja, das ist schwer zu beantworten, die Frage, weil man hinsichtlich der Auswahl von Lernplattformen oder auch Cloud-Lösungen diese Entscheidung den Schulen überlässt, die eigentlich mit dieser Frage überfordert sind. Da gibt es einige Aussagen auch aus der Senatsbildungsverwaltung und das kann man auch in Anfragen, wurde es teilweise erwähnt, dass die Schulen hier eigenverantwortlich handeln. Also man gibt da auch wenig Hilfestellung. Sinnvoll wäre sicherlich, wenn man den Schulen einfach mal ein paar Tools an die Hand gibt, dass sie in der Lage sind, das einzuschätzen oder zu vergleichen, welche Funktionen mit einer bestimmten Lernsoftware verbunden sind oder ob ich mir damit vielleicht Ärger hinsichtlich DSGVO einhandle und Datenschutz ist da eben so ein Punkt, der
eigentlich in allen Bundesländern noch nicht so richtig geklärt ist und da gibt es einfach keine Rechtssicherheit bisher für die Schulen und da fehlen einfach auch entsprechende Beratungsangebote und Hilfestellung eben seitens der Schulträger. Alles klar, wir haben hier noch eine Frage und dann würde ich sagen, machen wir noch eine und dann ja, kommen wir langsam zum nächsten Vortrag. Ja, danke schön, Martin. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass Schulen damit alleingelassen werden. Das öffnet natürlich Tür und Tor für Lobbyismus, gerade wenn es um das Schreiben dieser Medienkonzepte geht. Hast du da irgendwie einen Überblick über den aktuellen Stand, auch was Angebote angeht, von Konzernen da mitzumischen? Ich meine, jetzt in Berlin gibt es ja eine zentrale Steuerung so ein bisschen über das ITBZ, was da möglich ist, aber in anderen Bundesländern ist es vielleicht nicht so. Also wenn man einfach mal den Suchbegriff eingibt in eine Suchmaschine, dann findet man da tatsächlich sehr viele Vorlagen. Es hat sich auch ein Hersteller für interaktive Anzeigegeräte da sehr hervorgetan und hat sozusagen eine Vorlage für Medienkonzepte entwickelt. Sogar für verschiedene Schulformen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es auch recht gut gemacht. Also es besteht dann aus zahlreichen Checkfragen, die man beantwortet. Und da gibt es ja Gerüchte, dass da auch manche Kommunen oder Schulämter sozusagen da abgekupfert hätten von dieser Vorlage. Und wenn es dann halt zu diesem technischen Teil geht, man kann das nicht so ganz erkennen, aber wenn halt so technische Spezifikationen genannt werden, welche Geräte ich da anschaffen soll, dann stimmen die zufällig überein mit den Geräten, die dieser Hersteller vertreibt. Und das ist natürlich grenzwertig. Mir ist aber auch nicht bekannt, dass jetzt Schulen, zumindest in Berlin, auf diese Vorlagen eben zugreifen, weil insofern, also weil die Senatsbildungsverwaltung ja eine Vorlage veröffentlicht hat, die dann doch ein bisschen anders aussieht. Und aber ja, man versucht sich da eben zu positionieren. Sobald da eine Nische aufgeht, dann wird die natürlich besetzt von Unternehmen, die versuchen, ihre Produkte zu vermarkten. So, alles klar. Ich war jetzt ganz viel in der Ecke. Gibt es hier irgendwo noch eine Frage? Nee, ich glaube, dann machen wir mal langsam weiter. Dich kann man sicherlich noch ansprechen. Oder, ach so, da gab es noch? Ach, da hinten. Na, alles klar, die machen wir noch. Oh je, oh je. Danke, Benjamin. Martin, danke für deinen Vortrag. Rückfrage, weil du meintest, die Senatsverwaltung lässt ja die Schulen allein. Es gibt doch den Lernraum Berlin als Plattform, der auch vom Senat oder in Berlin gehostet wird, der auch Daten DSGVO-konform ist. Und da ist ja auch schon für die Medienkonzeptentwicklung sind Vorlagen gegeben worden, wo man auch die Medienkonzepte hochladen kann. Also da sehe ich so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer in Berlin, dass da zumindest etwas weiter ist als andere Bundesländer. Baden-Württemberg ist ja eine Plattform gescheitert, die zentral sein sollte. Und da wollte ich einfach fragen, wie du da die Ansätze siehst. Und es gibt ja auch mit der regionalen Fortbildung viele Fortbildungsansätze, gerade auch für die Berufsbildung in Berlin, wo einiges entwickelt wird. Und da wollte ich dich gerade fragen, wie du dazu stehst und was du gerade von Lernraum auch hältst. Ja, ich weiß nicht, ob du später gekommen bist. Ich hatte da einige Dinge ja schon gezeigt, dass in Teilen eben diese Fortbildungen einfach nicht ausreichend sind. Auch das Medienkonzept entspricht eigentlich nicht so den Standards, die man normalerweise gewohnt sind. In Teilen kommen da viele Dinge einfach zu kurz. Und wie gesagt, es ist halt so gestaltet, dass es eben eher als Förderantrag rüberkommt und nicht als Teil eines Schulentwicklungsprozesses. Und ich glaube, das ist halt eben ein Problem, neben dem Problem, dass einfach viel zu viel wenig Zeit dafür gewährt wird, an diesen Medienkonzepten einfach zu arbeiten.
Alles klar. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich mal weitermachen. Wer sich mit dir vernetzen will, kann dich sicherlich noch ansprechen. Sag noch kurz, wie heißt deine Initiative oder wie kann man dich kontaktieren? Ja, also ich arbeite hier in Berlin für verschiedene Initiativen und Projekte. Also aktuell für das Projekt Digitales Lernen Berlin. Wir versuchen hier also Schulen zu begleiten und auch zu vernetzen mit Anbietern von digitalen Bildungsangeboten. Und ja, über diesen Kontakt kann man mich sozusagen erreichen. Genau. Alles klar. Ich bleibe aber auch noch eine Weile hier. Genau, alles klar. Dann vielen Dank, Martin Lützeberger.